Deutschland und die Türkei. Wir haben ja ein sehr gutes Verhältnis schon seit dem Mittelalter. Auch die Vertuschung von Völkermorden haben wir gemeinsam. Die Türkei an den Armeniern, wir an den Herero und den Nama. Aber lassen wir die Geschichte mal einen Moment beiseite und betrachten die Situation heute. 3 Millionen türkeistämmige Menschen wohnen in Deutschland, 200.000 davon hier in Berlin. Demnach sollte Deutschland ja eigentlich jeden Grund haben, sich für den türkischen EU-Beitritt einzusetzen, also den Beitritt in eine Union, die zumindest theoretisch Menschenrechte und Demokratie garantiert, oder? Wie schon ihr großes Vorbild Helmut Kohl, hat sich Angela Merkel stets dagegen ausgesprochen. Sie sprach dabei stets von irgendwelchen Partnerschaften. Und was sie damit meinte, ließ sie im Unklaren bisher. Jetzt aber bekamen wir präsentiert, was Merkel unter einer Partnerschaft versteht, denn das Abriegeln von Grenzen, um Menschen mit Gewalt an der Flucht vor Gewalt und Unterdrückung zu hindern, ist in Deutschland nicht so beliebt. So, deswegen wird dieser Menschenrechtsverstoß an die Türkei outgesourced. Erdogan ist da ja eine ausgewiesene Fachkraft. Und dafür gibt es nicht nur Geld. 6 Milliarden Euro werden da momentan verhandelt. Wahrscheinlich legt Erdogan da auch nochmal eine Schippe drauf. Sondern auch die Zusage, Flüchtlinge aus der Türkei dann wiederum aufzunehmen. Also werden hier Menschen gegeneinander aufgerechnet. Und das ist unvorstellbar, wie die EU und wie unsere Bundeskanzlerin sich für so einen schmutzigen Deal hergeben kann. Menschen in einen Staat abzuschieben, der seine Bürger, der seine eigenen Bürger bombardiert, das ist doch kein sicherer Drittstaat. Unsere Bundeskanzlerin Angela Merkel präsentiert sich als Menschenrechtlerin und Demokratin und kauft Gewalt an der Grenze bei Erdogan als Dienstleistung ein und macht sich damit an jeder Tränengaspatrone, an jedem Wasserwerfer mitschuldig. Und das ist ein Skandal. Und wir rufen hiermit die türkische Zivilgesellschaft auf, sich dagegen zu stellen, dass Erdogan weiterhin Diktator der Türkei bleiben kann. Wir wissen, dass Wahlen in der Türkei schwierig sind, dass die nicht demokratisch sind, aber trotzdem würden wir uns unheimlich freuen, wenn eine Zivilgesellschaft in der Türkei dieses Regime beendet. Aber auch wir sind gefordert, wir dürfen wählen, wir dürfen den Bundestag wählen, wir dürfen ein EU-Parlament wählen und wir müssen eben auch dafür sorgen, dass solche Deals in Zukunft nicht mehr zustande kommen, ja. Nicht mit unserer Stimme. Richtig. Dankeschön.